Ein Ausreißversuch. Viele Gedanken an das Streckenprofil scheint er nicht verschwendet zu haben. Also dieser Kommentator, irgendwie... Es ist gerade zu einem Ausreißversuch gekommen. Zu einem so frühen Zeitpunkt im Rennen anzureifen, ist eine echt riskante Taktik. Die selten von der Erfolg gekrönt ist, also das weiß ich übrigens. Für kleine Teams ohne Fahrer oder Sprinter, der auf den letzten Kilometern um den Sieg kämpfen kann, ist es dennoch eine gute Gelegenheit, sich ein wenig zu präsentieren. Ja, für Sponsoren. Das Rennen wird auf den ersten Kilometern möglicherweise ziemlich unruhig bleiben, aber das Feld, ich sag dem einfach Feld jetzt, wird nach einer Weile langsamer fahren und den Ausreißer machen lassen. Die Teams lassen häufig zu, dass eine Gruppe sich ein wenig absetzt, wenn sie aus relativ ungefährlichen Fahrern besteht. Sie können das Rennen problemlos kontrollieren und die Ausreißer gegen Ende der Etappe wieder einholen. Genau, das kenne ich ja. Und hier sieht man ja den Zeitabstand. Das haben sie schon mal erzählt eigentlich. Genau, das ist die Zahl der Gruppenname. Genau, wir gehen da einfach mal weiter. Genau, jetzt fahren sie weiter. Okay, was haben wir denn hier? Position, Einsatzbalken, Führungsarbeit, unbegrenzte Führungsarbeit, das habt ihr ja gerade erklärt. Wasserflaschen holen, Energieriegel benutzen. Und jetzt haben wir festgelegte Strategie, die will ich aber gar nicht eigentlich. Jetzt machen wir hier wieder Position beide an. So. Jetzt mal schauen, wie sie hier so fahren. Es geht noch 150 Kilometer. Der Wind ist 40. Fährt 40 Kilometer pro Stunde. Nicht schlecht. Jetzt werden sie langsamer, oder? Jetzt geht es bergauf. Mhm. Oh, deutlich langsamer, ja. Die wollen ja noch nicht. Jetzt würde ich mal gerne austesten, wenn ich jetzt hier drauf drücke. Ob er dann voll abdüst. Ich glaube ja nicht. Und hier die Leute, die es einfach... Jawohl, so macht er das richtig. In einem Aufzug davon und weg. Ich sehe keinen Lift hier. Aber ja, die Leute, die einfach völlig interessiert hier. Unglaublich, wie die hier zuschauen. Echt. Aha, jetzt gehen sie schon mal weiter. Komm, da machen wir auch hier so. Soll mal der Roger so... Wo ist denn der andere? Der ist hinten. Wussten Sie, dass Sie einen Fahrer verwenden können, um einander zu beschützen? Sehen wir es uns an. Durch das Beschützen kann ein Fahrer Ihres Teams einem Teamkameraden helfen, indem er ihn so gut wie möglich vor dem Wind schützt. Aha. Der Beschützte braucht natürlich weniger Energie, der andere mehr. Aha, man kann nur einen da hinstellen. Jetzt klicken wir hier hin. Befehl beschützen. Aha. Okay. Wenn Sie einen der beiden Fahrer auswählen, wird der andere von einem grünen Kreis umgeben. Wenn sich die Fahrer einmal zur selben Zeit in unterschiedlichen Gruppen finden, endet der Schutz. Okay. Aber wir machen es umgekehrt. Und zwar machen wir den. Ah ne, der ist ja der... Er ist ganz schön mutig. Versucht sich hier einfach vom Feld abzusetzen. Warte. Der abrückt. Angreifen, Position beibehalten. Machen wir mal. Nicht alle Mannschaften sind mit dem Ausreißversuch einverstanden. Das Hauptfeld hat das Tempo beträchtlich angezogen. Ja, ist doch schön, wenn die das anziehen. Also ist das ein Tempo, oder? Okay, er ist 36 Sekunden voraus, das ist natürlich sehr viel. Und McCarthy ist hier. Eigentlich... Der soll mal Führungsarbeit machen und die anderen verlangsamen. Aber die haben ihn eh schon wieder aufgeholt hier. Das sind noch 25 Sekunden, also... Nur mal so zum Testen gewesen. Also der düst also richtig ab. Aber er hat jetzt auch einen Puls von 160. Und der Abstand wird kleiner. Jetzt gibt es aber schon... Aha. McCarthy, würdest du mal Führungsarbeit machen?
Nun schiebt sich das Feld langsam wieder an die Spitze heran. Der Vorsprung wird kleiner. Jetzt scheint man im Hauptfeld zu reagieren. Das Feld legt deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften sind wohl mit dem Fluchtversuch nicht einverstanden. Ja, wie der so, da gerade. Der kleine Ausflug ist vorbei. Die Gruppe wurde vom Feld geschluckt. Wie der, es ist vor allem eine Gruppe und wie der gerade so runtergerutscht ist mit dem Fahrrad. So einfach toll aus. So, jetzt. Jeder. Aha. Jetzt bleiben wir mal hier. Der da, der soll mal hier. Wir testen jetzt das Ball aus hier. Einsatzbalken. Wenn ich jetzt hier gehe, dann sprintet der, oder? Wenn ich hier gehe. Er kann auf der Stelle. So, ja. Dann machen wir den mal Führungsarbeit. So. Muss er natürlich zuerst wieder mal ein bisschen aufholen hier. Das Tempo hat jetzt etwas nachgelassen. Erschöpfung oder ein taktischer Schachzug? Führungsarbeit, habe ich gesagt, oder? Die Tagesform ist ein wichtiger Indikator. Aha, ja, genau. Genau. Wir haben natürlich. Aha, wir haben den Pfeil nach rechts. Aha, ja. Ich meinte ja nicht, der ist auf 190. So, Position beibehalten. Aber eigentlich, der würde voll davon rasen. Aber es sind eben 130 Kilometer. Und irgendwie, das ist ein Kreisrennen hier. Es geht ja immer im Kreis. Die Leute, die interessiert es einfach voll hier. Genau. Da haben wir schon. Und dann hier Wasserflasche. Aha, man kann hier schwächere Fahrer einsetzen. Okay. Okay. Es muss nicht wie Wasser am Ende der Gruppe abgeholt werden. Energieriegel ist ein Verbrauchsgegenstand, der aktiviert werden muss und nur einmal pro Etappe zur Verfügung steht. Nur einmal. Er sorgt dafür, dass vorübergehend weniger Energie verbraucht wird. Okay. Shell können wir auch noch einsetzen. Wir können hier aber auch auf automatisch wieder mal stellen. Dann fährt er zurück, oder? Der ist schon eine Minute. Der ist schon eine Minute 10 vor dem Feld. Unglaublich. Gehen wir mal zum Feld zurück. Der hat ja Position beibehalten. Den ziehen wir jetzt ein bisschen an. So. Einige Teammanager sind mit dem Ausreißversuch alles andere als einverstanden. Die Tempoerhöhung im Hauptfeld deutet zumindest darauf hin. Das ist doch mir egal. Der neu ermittelte Abstand beträgt schon mehr als eine Minute. Der Ausreißversuch scheint heute Erfolg zu haben. Es sind ja vor allem die Ausreißer, oder? Also was, komm, wir lassen den mal ein bisschen traben hier. Oh, der sinkt auf 78. Wo ist der? Da. Ah, der ist ja voll scheiße, den habe ich gar nicht gesehen. So. Jetzt sinkt aber sein Tempo drastisch ab. So, ich würde sagen, da mache ich mal. Nee, da Position beibehalten, ist etwa so. So, wie geht's dem? Aha. Jetzt gehen die aber richtig zur Sache. Immer dranbleiben. Es gab zwei Gruppen, das ist diese, dann machen wir den so. Sollen wir ein bisschen Gas geben, wir wollen hier die zweite Gruppe. Das Feld kommt unaufhaltsam näher. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Profi, hä? Und ich teste das gerade hier so. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein richtiges Let's Play wird oder eher ein Let's Test. Weil es ist schon sehr komplex und ich bin kein Profi, deshalb... Ich kenne zwar Fahrrad... Artikel und so, aber hier haben wir natürlich E1, der hier kraxelt. Dem
geben wir doch mal den Energieriegel. So. Oh, ja, die anderen haben ihn aufgeholt. Das ist das Ende dieses Fluchtversuchs. Das Feld hat ihnen wirklich keine Chance gelassen. Ah, jetzt haben sie alle aufgeholt. Okay. Jetzt fahren die hier mit. Ja, dann fahren wir hier ein bisschen mit, oder? Würde ich mal sagen, so. Und hier hinten gibt es aber schon eine Gruppe. Die ist ein bisschen hinten, ne? Okay. Position einnehmen. Ah, kann ich den da... Gut, da weiß ich gerade nicht. So, aber die fahren hier tapfer mit. So. Mal schauen. Der andere ist schon ein bisschen abgestrauchelt, ja. Und den beordern wir mal. Das ist blöd gemacht, da kann ich nichts auswählen. Aha, zwar. So. Wasserflaschen holen, soll er mal. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Und wann er wieder Wasserflaschen hat. Bis jetzt noch nicht. Ah, jetzt hat er wieder plötzlich da von der Seite, hä? Okay, jetzt muss man aber schauen, jetzt muss er wieder ein bisschen schneller werden. Genau, so. So. Also das ist jetzt nicht die interessanteste Etappe, muss ich ehrlich sagen. Weil man hier immer im Kreis fährt, aber ist schon gut. Ah, hier habe ich noch eine Kamera. Die ein bisschen zoomt, hä? Ah, da kann ich mich so bis zum letzten und dann kann ich nach vorne zoomen bis zum ersten. Okay. Ah, jetzt versucht einer aufzubrechen hier. Naja, dann wollen wir mal sehen, ob er das umsetzen kann. Jetzt hat er gerade den Angriff gestartet. Nee, das ist jetzt. Also sowieso war viel zu früh, aber das hier ist auch noch früh. Aber so ein Rennen geht recht lange. Ah, und hier kann ich die Map anschauen. Jetzt sind wir hier. Jetzt geht es wieder bergauf. Ja, es ist schon sehr eintönig. Ja. Hier die Teams. Die Strategie. Der Kart ist Puncher und der andere ist ein Etappenfahrer. Aha. Hier haben wir Sprints. Okay. Aha. Hier sind wir natürlich auch vermerkt. Das ist Kürzer. Aha. Hier geht's. Funktioniert doch, die Lücke wird größer. Der Abstand 2,16. Beträgt jetzt schon mehr als 2 Minuten. Das Hauptfeld scheint ihn ziehen zu lassen. Das Tempo in diesem Abschnitt ist relativ gemächlich. Offenbar halten sich die Fahrer ein bisschen zurück. Wahrscheinlich können wir uns auf ein sehr dramatisches Finale freuen. Rogers geht jetzt mal vor. Die müssen nämlich eingeholt werden hier. So, und der McCarthy. Da, der könnte nämlich den anderen beschützen. So. Genau, die fahren jetzt da miteinander, rasen die um die Kurve. Die anderen sind da vorne, kann ich auch mal drauf gehen. Das ist Show und Watz. Aha, Wutzen. Hab. Hier kommen unsere Rasen. Durch die Tempoverschärfung kann das Feld seinen Rückstand verringern. Ja, unterschiedliche Mannschaften beteiligen sich jetzt an der Tempoarbeit im Feld. Offenbar sind sie in der Ausreißergruppe nicht vertreten. Unterschiedliche Mannschaften, das sehen wir hier ja. Also der Kommentator, irgendwie gefällt er mir, irgendwie stört er teilweise, wenn ich etwas sagen will. Oh, McCarthy hat einen schlechten Puls, der macht mir mal Position behalten.
Die Ausreißer haben ihren Versuch aufgegeben. So. Das Feld hat ihnen keine Chance gelassen. Und den Rogers auch hier, so. Oder das ist ja Position halten, oder? Genau. Sollen sie sich mal ein bisschen ausruhen,